RIP Hamids Felge. Ein guter Tipp an alle Freunde oder an alle Typen, die gerade eine Freundin haben. Seid eurer Freundin einmal ein guter Freund und bringt ihr wenigstens Blumen mit, nachdem ihr sie betrogen habt. Ich habe Alexa Blumen gekauft. Ja, die werden jetzt gleich noch eingetöpfert. Die Küche bin ich gerade am Aufräumen. Ja, ich mache alles clean. Ich muss aber gleich noch ganz kurz nach Muck, weil Hamid, der alte Ehrenzüchser, was hältst du als Daily von einem 911er? Dann meinte er mir, nee, Digga, kein 911er. Espresso auf dich? Ey, ich habe gerade einen Bentley am Start. Wenn du Bock hast, kannst du den mal eine Woche Probe fahren. Ich so, Alter, geil, Mann. Eine Woche Bentley Probe fahren. Sehr, sehr geil. Da werde ich gleich nach München fahren, den Bentley abholen. Was Hamid allerdings nicht weiß, ist, dass ich insolvent bin und mir kein Bentley leisten kann. Falls ihr euren Aufräumvorgang ein wenig beschleunigen wollt, empfehle ich euch folgendes Lied. Ich bin jetzt durch mit der Küche. Frische Brise! Bei schönem Wetter einfach draußen kacken. Müssen böse bitten, er solle kein Auge machen. In den Leierkasten gehen wir. Sehr, sehr geiles Restaurant, habe ich mir sagen lassen. Unglaubliche Energie, dieses Windkraftwerk gerade einspielt. Davon kannst du 10 Elektroautos tanken da drüben. Man sieht's nicht. Siehst du das dort? Man sieht's. Geisteskrank. Zum Glück stellen wir in Deutschland die Atomkraftwerke ab. Ich glaube, das wird wieder kein Reaction-Chat, kann es sein? Ich glaube, das wird wieder so ein Ding, wo ich 4 Wörter sage und dann ist das Video zu Ende. Ja. Sehr, sehr, sehr geil. Let's do it, boys. Was soll das? Ich weiß es auch nicht. Und gut, dass man das Kraftwerk nicht gesehen hat. Ich bin hier gerade an so einer Ladestation und es ist was sehr, sehr Geiles passiert. Hier stand auch ein Kollege im Porsche Taycan. Er hat gefragt, ob er wegfahren soll, damit ich chargen kann, auch korrekt. Dann jedenfalls stellt er sich so parken, ein paar Meter weiter. Wir laufen rüber zur Tankstelle und er filmt uns einfach ab. Du denkst, er hat dich gefilmt, ne? Er ist Umgebungsfotograf, Digga. Bin erstmal gespannt, ob wir bei Hamid einen Espresso auf ihn bekommen. Digga. Ey, was geht, Digga? Alles schön, Espresso auf dich? Ja, sowieso. Sowieso auf mich nicht, Alter. Ey, Digga, ich schwör. 10 Espresso auf dich? Ey, wirklich, genau. Sehr, sehr geiler Wagen. Ich bin sehr froh darüber. Hamid weiß noch gar nicht, dass der Wagen mit extrem viel zerkratzten Felgen zurückkommen wird. Das ist richtig geil. Hast du vorne die Motorhaube foliert? Ist alles foliert, natürlich, so wie es sich gehört. Bis hier oben. Spiegel foliert, Motorhaube foliert. Lass, ich sag dir eine Sache. Komm mal kurz her. Wenn ich hier unten. Oh, Chat. So ein Wagen als Daily-Auto? Ein Bentley Continental als Daily-Auto, Chat? Nee, oder? Nee, Digga. Der ist drüber. Der ist drüber, Chat. Er ist so. Wenn ich mit wenn du mit dem Wagen vorfährst und aussteigst, dann bist du doch auch einfach nicht cool, oder? Dann bist du irgendwie ein Weirdo, oder nicht? Chat, oder? Also wenn ich jetzt vorfahre mit dem Auto bei euch zu Hause, an der Tankstelle und ich steig aus, sagt ihr dann, oh cool, der fährt ein Bentley. Oder sagt ihr dann, der hat eine Halbklatze oder sowas. Vielleicht in schwarz oder so. Der in schwarz, der ist dann wieder vielleicht cooler, aber, ach, weiß auch nicht, Chat. Finde ich, ist ja eine Geschmackssache. Ich glaube, ich würde mir so einen nicht holen. Ja, wenn du dann siehst, ja. Sagt der Porsche-Fahrer. Junge! Scheiß drauf. Nee, ich will es auch einfach nichts erklären. Fuck it. Ach ja, genau. Weißt du, genau. Alter, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ist aber einwandfrei, Digga. Sag was rein. So ein Alltagsauto, ich will eventuell einen Porsche kaufen. Du weißt, bin ich so ein Porsche-Fan. Hä, was? Das wusste ich nicht. Null. Warum? Alter, jetzt mal kurz. In München sagt man, wenn du nicht auffallen möchtest, kauf den Porsche. Okay, also das Ding ist... Yo, in München sagen wir... Wenn du nicht auffahren willst, dann fahr ein Porsche? Yo, war das dekadent. Alter. Das war auch ein Front an mich, Chat. Ja, was ist der Grund, ja? Safe. Deswegen fahre ich einen Porsche. Diese Lache noch dazu, ja. In Stuttgart ähnlich, weil da kommt ja Porsche. Ja, genau. Aber genau. Nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass Porsche von der Qualität und von allem, was die machen, sind die krass. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Absolute Ehre, Mann. Ihr müsst unbedingt bei Hamid vorbeischauen, ne? Weil er muss ja mit seinen Views jetzt auch wieder das reinholen, was ich an dem Wagen zerstören will. Geil, ja. Oh, der ist aber laut. Okay. Jungs, ich habe mir auch Inspiration geholt in Korea. Wie steht ihr denn zu dieser Brille? Was für ein Bild ist das? Ist es jetzt was, was aller Kanal so rauskommen könnte oder nicht? Alles klar, mein Alter. Lieber. Bro, ich sag dir ehrlich, das ist deine. Ey, so gut wie er sie macht, macht er die heimlich daheim. Are you like that, guys? Ich weiß nicht, ob YouTube Deutschland bereit ist für diese Art von Humor. Ready or not, here we go! Full range of motion mitzunehmen, okay? Man geht her. Digga, der macht mich krank, wirklich. Ah, die richtige Aussage.
Ausführungen, da muss man nochmal drüber. Aber sonst ist echt schon auf den Anfang. Wenn du Bock hast, die Übung zu tauschen, dann kriegst du vollwertige Übungen, die gehen, also die quasi dieselbe Muskelpartie, die wirklich in den Algorithmus reinpassen. Ganz kurz, sehr ehrlich, kurz ehrliche Bewertung von dir, okay? Merk selber den Schwachsinn. Wir starten die Exerkise. Ich fühle mich immer so komisch, wenn ich im Gym bin. Das ist wie eine Frau, wenn sie irgendwas über Autoteile hört. So, ja, ich bin halt hier, aber ja. Also ich sag dir ehrlich, eine Nicht-Lachen-Challenge mit dir würde mir sehr, sehr leicht fallen. Ladies and gentlemen, get ready for the most cringe clip we saw in this year. Läuft Training? Ja, ja, doch, doch, sehr gut, Chat, sehr gut. Geile Reaktion. Danke. Die Masse kommt, gerade noch mit Ralph Satteler telefoniert. Die Masse kommt, Leute. Earl ist auch mit dabei mit dem 370. Wir haben das 370 für euch vorbereitet in Form von MCI. Geht in den App Store, geht in den Samsung Shop, wie heißt das Ding? Was redest du gerade? Ich versuche das Programm zu bewerben. Geht in den Android Store, geht in den... Da, so heißt es doch, oder? Mir ist egal, in welchen Store ihr geht, Hauptsache ihr geht rein. Ladet euch die App runter, ihr habt eine Woche kostenlos, okay? Bisher noch keine Felge mitgenommen, ich kann es gar nicht fassen. Weißfoto für Frau, oder? Keine Bilder bitte, ich möchte ein bisschen Privatsphäre, wirklich. Die Leute sehen schon mein Auto, jetzt muss ich auch mal ein Kopf drauf sein. Viel zu oft sehe ich im Gym, dass ihr das Latziehen immer noch falsch macht. Ich zeig's euch ein letztes Mal richtig und ab dann läuft das. In der untersten Position hast du dann die... Der arme Gö, ey. Aber diese ganzen Kommentare sind so witzig. Aber ich habe mich auch gerade gefragt, was ist das für eine Stange, Digga? Gö, ich esse eine Nuss. Ich bin komplett am Sweaten. Gib's zu, ich sehe scheiße aus. Das hat auch einen guten Grund. Ich habe nämlich heute bei 32 Grad eine asoziale Gym-Session gegeben. Ihr müsst es selber mal erleben, wie die App funktioniert, weil es sind wirklich unglaublich viele Sachen mit dabei. Es gibt zum Beispiel ein Screening mit eurer Handykamera. Gibt's dort eine Bewegungssensorik, die euch scannt bei verschiedenen Bewegungen und euch dann im Training anpasst. Wo habt ihr Defizite in eurer Beweglichkeit und so weiter? Und solche Funktionen ziehen sich durch das ganze Programm. Euer Trainingsplan wird während der Übung angepasst, je nachdem, ob ihr die Wiederholungszahl gepackt habt oder nicht. Macht es jetzt hier nicht aus, ach Leute, wir sind die Allergeilsten, guckt mal vorbei, sondern es ist wirklich ein sehr geiles Trainingsprogramm. Ladet euch das Programm jetzt um 19 Uhr runter, macht eine Woche for free, überzeugt euch selber. Die App wird jetzt. Moritz, danke für 2 Euro. Moji, du und Nico, ihr habt so einen ähnlichen Humor. Würdet ihr sagen, ich und Nico haben einen ähnlichen Humor? Nee, würde ich auch nicht sagen, Digga. Würde ich auch nicht sagen. Beide unlustig, ja, fühle ich dir. Du hast gar keinen Humor, ja. Es ist zu warm. Ich bin so Lash-Chat. So, ich hänge hier rum, Digga, und mein Arsch klebt, mein nackter Arsch klebt an diesem Scheißstuhl, weil ich keine Hose hab. Und wenn ich eine Hose anziehe, ist mir noch heißer, versteht ihr das?